Das Interesse der Investoren für Metalle nimmt wieder zu, ebenso wie die Volatilität. Kupfer ist derzeit nicht im Vordergrund, aber Nickel steht in allen Schlagzeilen. Simon Collins, Direktor für Metalle und Mineralien bei Trafigura, schließt sich uns heute an, um über Angebot und Nachfrage nach den wichtigsten Metallen zu sprechen. Simon, guten Morgen. Hallo, es freut mich, hier zu sein. Danke, Simon. Nach der Sperrung der Exporte aus Indonesien beobachten wir in diesem Jahr einen Aufschwung bei Nickelpreisen. Gibt es auch andere Faktoren, die berücksichtigt werden müssen? Das Rohmineralien-Exportverbot in Indonesien ist im Januar in Kraft getreten und wurde zu einem Katalysator für den Anstieg der Nickelpreise. Aber man beachtet auch andere eventuelle Antriebsfaktoren, insbesondere Russland unter den aktuellen Gegebenheiten und Möglichkeit weiterer Sanktionen in der Zukunft. Sie glauben also, es könnte zu einem Mangel kommen und die Preise werden noch mehr steigen? Ich denke, auch nach dem aktuellen Szenario ist ein Mangel an Nickel im Jahr 2015 und 2016 zu erwarten. Aber natürlich, wenn noch weitere Versorgungsprobleme entstehen, kann sich die Situation noch verschärfen und es wird in der Zukunft wiederum zu einer Preiserhöhung kommen, wie wir es schon erlebt haben. Der Nickelmarkt war schon immer sehr volatil. Er ist derzeit bei 18 bis 19.000 Dollar pro Tonne und vor 3 oder 4 Jahren war er bei 50.000 Dollar pro Tonne. Man glaubt, der Nickelpreis könne im nächsten Jahr um 20-25% steigen. Aber dies ist nicht das einzige Metall, das unsere Aufmerksamkeit verdient. Zink, Platin und Palladium stehen auch im Mittelpunkt des Interesses. Bei Zink beachtet man vor allem fundamentale Versorgungsfaktoren. Wir sehen bereits, dass die Zinkmetallbestände sich zu reduzieren beginnen, weil die Zinkpreise auf oder sogar unter die Produktionskostenhöhe zurückgegangen sind. Die Gewinnung ist hier ein großes Fragezeichen, da es in Bergbau wenig investiert wurde und wir wissen, dass einige größten Bergwerke wie die Century Mine in Australien Mitte des nächsten Jahres stillgelegt werden. Also man nimmt das alles in Kauf und fragt sich, woher zusätzliche Versorgung kommen soll. Gleichzeitig sehen wir, dass die Nachfrage nach Zink weltweit ziemlich stark ist. Platin und Palladium können wiederum durch die Situation in Russland beeinflusst werden. Es ist ein bedeutender Produzent von Palladium und Platin. Wir sahen auch eine Versorgungsstörung im Bereich Platin aufgrund von Problemen in Südafrika. Diese beiden Faktoren zusammen haben den letzten Preisanstieg bewirkt. Das Umfeld von sehr niedrigen Zinsen ist auch zu berücksichtigen, da sich die Investment-Community verstärkt auf Edelmetalle konzentriert. Kupfer bleibt nach wie vor ein Wachstumsbarometer. Gibt es Anzeichen für eine geringere Kupfernachfrage in China? Momentan noch nicht. Die meisten Analysten hatten eine Überproduktion von Kupfer in diesem Jahr vor allem in der zweiten Hälfte des Jahres erwartet. Und dieses Jahr haben wir gesehen, dass die Lagerbestände in Shanghai sowie an Londoner Metal Exchange im Gegenteil zurückgegangen sind. Wir werden in den nächsten Monaten diese Faktoren genau beachten, um zu verstehen, ob die Bestände wirklich zunehmen. Freilich ist Kupfer das Barometer des globalen Wachstums. Simon, vielen Dank für den Besuch. Ich danke Ihnen auch.